Hallo und herzlich willkommen zurück zu 13, dem Let's Play. Wir sind gerade in der Steinzeit, ja, in der Anstalt wieder in Plain Rock und wir versuchen immer noch zu flüchten, da wir das letzte Mal so toll dran gescheitert sind. Ja, was haben wir jetzt eigentlich? Haben wir noch Medikits? Nein. Das letzte Mal haben wir ja, plötzlich hat er nicht mehr geschossen und dann ging es nicht und dann komme ich nicht rein. Der ist da gerade durchgegangen, hier durch und... Nee, dafür, ja, okay, ich weiß, was los ist. Hier hin. Das ist eine Medikit, was ich direkt benutzt hatte. So, dann mussten wir hier hin uns das dumme Gespräch anhören. Ja, er steht hinter dir, du. Nein, nichts. Mein Gott, Johansson ist außer sich. Ja, soll er außer sich sein. Mir egal. Ein Pudel einen nervösen Anfall? Ja, warum nicht? Ich erinnere mich, wie mein Lulu... Ja, dein Lulu interessiert niemanden. Wünschen Sie Ihrer Frau alles Gute von mir. Alles Gute? Egal. Problem ist, wir dürfen sie ja nicht berühren, nicht erschießen und deswegen gehen wir jetzt hier nach hinten und hoffen, dass der uns nicht bemerkt. Na, wir nehmen die Schrotflinte. So, da fährt wieder der Dog. Das hatte ich schon mal erzählt. Oh Mann, ich hasse es, Sachen immer doppelt zu spielen, aber man kann es nicht ändern. Wenn man verkackt, dann verkackt man. Ich kenne das Lied irgendwo, ja. Komm raus da. Stirb, Mann. Stirb. Stirb. Der ist hier. Finde ich hier Medikit? Oder eins? Wenigstens? Nein, natürlich nicht. Und für die Waffe habe ich keine Muni mehr. Also wieder Schrotflinte. Komme ich dahinter irgendwie und hat die vielleicht dann Medikit? Sie stehen geblieben. Okay. Warum nicht? Da komme ich ja gar nicht rein. Hier komme ich rein. Aber hier lag nur noch mehr Revolver-Muni. Aber das ist ja auch praktisch. Kann ich nämlich mit dem spielen. Und ich nutze jetzt einfach mal ein Medikit und hoffe, dass es reicht. Da bin... Ne, ich bin hier nirgends reinkommen, außer hier. Zack. Revolver schnappen. Hier reingehen. Hier war ja nirgends was. Das ist ja... doof gewesen. Verdammt! Das nächste Mal sollte ich gucken, ob ich nachladen muss. Ist da hinten vielleicht einer? Langsam um die Ecke. Hier ist niemand. Doch, da ist einer. Langsam hingehen, langsam hingehen, langsam hingehen und hoffen, dass ich ihn direkt sehe und direkt einen Header verpassen kann, ohne dass er uns sieht. Boah. Verdammt. Löst er eh wieder Alarm aus. Alarm. Nö. Komm ich wieder nicht durch. Medikit, 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 hier ist keins. Doch gar nicht, ich schieß doch gar nicht auf dich. Wo kommt der denn plötzlich her? Ach, von da. Tolle Sache. Oh, verdammt. Stirb, Mann.
Alter, ich habe schon wieder kein Medkit, um mich zu heilen. Hat sich nicht gesund angehört. Dieses Instrument ist nicht stimulierend genug. Das hört sich eklig an. Boah, ich will's gar nicht wissen, was sie da machen. Wer hat die Schwester im Block C ermordet? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sie ist gestorben, bevor sie mein mächtigstes Instrument kennengelernt hat. Aha. Nein! Ah, noch! Bitte erschießen Sie mich nicht! Tot. Wurfmesser, gute Sache. Aber die benutze ich nicht jetzt, ich benutze meinen Revolver weiterhin. Boah, hey. Steht nur doof im Weg rum. Da muss ich auch irgendwie hochkommen, oder? Ah, na lecker. Na egal. Nein, das wollte ich gar nicht, weil das... Wieso? Darunter könnte ich, aber ich wollte mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Vielleicht war ja noch irgendwo was, wo ich nochmal... Ich habe Medikit. Warum nicht? Da komme ich gar nicht erst durch und auf der anderen Seite denke ich mal auch nicht, also muss ich da oben lang. Sowas finde ich auch geil, dass man die Türen aufmachen kann und dann das als Treppe benutzen kann. So, dann... Checkpoint erreicht. Weiter geht's. Ja, ich weiß warum nicht. Ich weiß nicht, warum die Tür verschlossen ist. Öffnen Sie die Tür, Dr. Johansson! Dr. Johansson! Wollen wir uns das angucken? Ich glaube nicht, oder? Was für ein Albtraum. Das hat die nicht gehört, obwohl wir das gesagt haben? Achso, der bewegt sich gar nicht vom Fleck. Okay, wir gucken uns das nicht an. Ich wette jetzt, wenn wir weitergehen, schreit sie plötzlich und dann ist er tot. Was nicht so gesund ist, würde ich mal sagen. Wir sind in einer Zwischendecke, so wie das aussieht. Hübsche Krankenschwestern sind selten in Plain Rock. Wusstest du das? Boah. Wer ist hin, kleines mieses Dreckstück? Da kann ich reingucken. Darf ich aber auch nicht erschießen. Ach du Fuck, Mann. Wieso bricht hier plötzlich die Decke ein? Nun, Nummer 13. Der Doktor möchte sie sehen. Ich will aber nicht den Doktor sehen. Er ist hässlich. Voll die Kackbratze. Also los, es ist Zeit für die Anatomiestunde. Komm schon. Ach du Scheiße. Es gibt sowas wie Endgegner in diesem Spiel. Er hat mich vergiftet, wollte mich verarschen. Irgendwie ist das sau kacke, weil ich nicht weiß, was ich machen muss. Hallo, ich habe keinen vernünftigen Ton mehr. Er hat mich schon wieder vergiftet. Was soll denn der Kack? Alter. Wie soll ich den denn vernünftig schaffen? Stopp, Mann. Stopp. Ach, du Fuck. Jetzt bin ich gleich tot. Medkit. Ich glaub, Wurfmesser ziehen ihm mehr. Vergiftest mich nicht nochmal. Stört man. Oh, nicht schon wieder. Jetzt habe ich mein Wurfmesser weggeworfen. Habe ich ihn jetzt besiegt? Ja. Gut. Aber ich bin immer noch vergiftet. Hat der vielleicht noch irgendwo was liegen? Medkit oder so? Was? Ist schon wieder Erinnerung? Mann.
das Kloster. Hör zu, es gibt 20 von ihnen. 20 Verschwörer, die sich hinter Nummern verbergen. Was für ein Kloster? Meine Herren, es ist mir eine Ehre, die Pforten meiner bescheidenen Behausung den Führern unserer Organisation zu öffnen. Da der Ruhm dieses Ortes unserem gemeinsamen Ziel würdig ist, schlage ich vor, unsere Hauptversammlung hier abzuhalten. Ihr seid doch schon dabei, oder nicht? Okay, den Sinn habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ich denke mal, diese 20 sind dann keine richtigen Agenten, sondern irgendwelche Verschwörer oder so. So hat sich jetzt in meinem Augen Ohren eher gesagt angehört. Wieso kann ich mit der eigentlich nichts? So, dafür habe ich das Türschloss. Mein Sender, endlich. Ich habe einen Enterhaken wieder. Cool. Bitte. Vielen, vielen Dank. Tot. Nehmen Sie mich als Geisel. Sie haben okay. Keine Wahl. Mache ich. Okay, dafür habe ich die Karte nicht, was ich gut finde. Weil dann da, glaube ich, die Leute sind. Erstmal will ich mich hier aber noch um... Ah, noch Wurfmesser. Ich glaube, ich nehme jetzt auch die Wurfmesser. Davon habe ich nämlich eine Menge. Wo ist sie denn jetzt hin? Da ist sie. Ich denke mal, ich muss sie jetzt als Geisel nehmen und dann da durch irgendwie. Weg ja, jetzt geht's. Ich hab... Oh nein, er hat Karen. Ich glaube, die stehen auf sie, Karen. Wieso schießt er auf mich? Ich hab doch Karen. Das ist aber unfair. Und ich habe nur noch 4 Messer, was kacke ist. Hier bin ich ja vorhin nicht rausgekommen. Vielleicht komme ich ja jetzt raus. Was habe ich denn eigentlich alles? Ich will die Muni haben. Und auch das Schrotgewehr, so wie es scheint. Okay. Kriege ich die Tür da jetzt auf? Habe ich ja eben nicht geguckt. Leider. Nein, eine Tür ist es natürlich nicht. Ich bin noch doof. Fuck. Ich bin doch doof. Alter. Wie, was ist... Ich habe kein Medikit oder was? Scheiße, ich kann es schon wieder vergessen. Erst muss ich den verkackten Boss besiegen und jetzt habe ich kein Leben mehr. Aber egal. Sei es drum, wir sehen uns im nächsten Part. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's. Bis dann, Leute. Ciao.